Guten Abend zusammen. Mein Name ist Elisa Kafritzas. Ich bin 45 Jahre alt und eine promovierte Zahnärztin. Ja, jetzt fragen Sie sich, warum steht hier oben eine Zahnärztin? Und zwar, ich bin mittlerweile nicht mehr als Zahnärztin tätig, sondern ich bin internationale Klavierinfluencerin auf Instagram mit dem Namen Piano Taste, also geschrieben Piano Taste. Ich organisiere Klavierevents und Online-Klavierwettbewerbe auf Instagram. Ja, ich möchte Ihnen kurz über diesen ungewöhnlichen über diese ungewöhnliche Lebensgeschichte erzählen und was Piano Spengler eigentlich auch damit zu tun hat. Ja, und zwar ist es so, vor der Pandemie hatte ich ein ganz starkes Bauchgefühl, ich muss unbedingt wieder Klavier spielen, denn ich hatte 21 Jahre nicht mehr Klavier gespielt und einfach war da so ein Bauchgefühl da. Im Januar 2020, also vor der Pandemie, habe ich mich dann dazu entschlossen, jetzt fängt das neue Jahr an, jetzt tue ich meine Vorsätze umsetzen und habe an der Musikhochschule in Stuttgart Professor Friedemann Rieger, der war damals der Dekan der Musikhochschule dort, der Klavierabteilung, hatte ich eine E-Mail geschickt mit meiner Musikvita und habe ihn einfach angefragt, ob er sich vorstellen kann, mich zu unterrichten als Privatschülerin. Ja, er hat gemeint, er hat eigentlich keine Zeit, aber meine Musikvita hört sich sehr spannend an. Ich soll ihm doch mal vorspielen kommen. Ja, nach 21 Jahren Klavierpause habe ich versucht, ein Repertoire einzuüben. War natürlich nicht ganz so einfach nach so einer langen Zeit. Ich bin dann mutig zu ihm hingefahren. Ich war natürlich sehr aufgeregt. Ich habe noch nie vor einem Hochschulprofessor vorgespielt. Und naja, mein Vorspiel war jetzt nicht ganz so gut. Aber er hat gemeint, er sieht, dass Talent da ist und er hat mich tatsächlich als Privatschülerin angenommen und ich war unglaublich glücklich. Gleichzeitig haben mein Mann und ich, also mein Mann spielt auch schon seit seiner Kindheit Klavier, wir hatten schon immer einen Kindheitstraum. Wir wollten immer einen Steinmeier-Flügel besitzen und mein Mann hat überall gegoogelt, wo wir einen Steinmeier-Flügel kaufen könnten und ja, glücklicherweise hat mein Mann dann Piano Spengler gefunden. Und wir sind dann 4 Stunden Fahrt nach Swisttal gefahren, haben einen weißen Steinmeier-Flügel O, ein New Yorker Modell gesehen und haben uns hingesetzt und die ersten Töne, da waren wir gleich total verliebt in diesen Flügel. Ja, dann sind wir ein paar Stunden bei euch geblieben und haben wirklich uns entschieden, diesen wunderschönen Flügel zu kaufen. Ja, dann kurz vor der Pandemie, das war am 13. Februar 2020, diesen Tag werde ich nie vergessen, dieser Flügel kam wirklich mit einem riesen Kran, der musste über den Balkon angeliefert werden und naja, da stand halt dieser Kran mit diesem schönen weißen Flügel, ich sag mal, der kam dann angeflogen über den Balkon und das halbe Dorf hat zugeschaut, weil ja, nicht alle Tage wird ja so ein schöner Flügel über einen Kran geliefert. Ja. Dann 3 Wochen später circa war dann der Lockdown und naja, ich hatte dann den weißen Flügel, einen Professor als Lehrer, aber keinen Unterricht und auch keine Arbeit mehr, denn ich kam als angestellte Zahnärztin dann in Kurzarbeit und saß dann zu Hause. Ich muss aber sagen, ich war gar nicht so traurig, weil ich hatte dann meinen Kindheitstraum da stehen und habe dann angefangen Klavier zu spielen. Gleichzeitig habe ich einen Instagram-Account eröffnet, der sich Piano Taste nennt, also Piano Taste geschrieben, und habe an jeden Tag Tutorials gepostet. Und nachdem die Pandemie, da waren ja auch keine Klavierunterrichte mehr möglich, waren natürlich viele auch online dann tätig und die haben dann alle meine Tutorials angeschaut. Ich habe sehr langsam gespielt, man konnte zuschauen, was ich da spiele. Ich habe dann online Klavierwettbewerbe angefangen zu veranstalten auf Instagram. Am Anfang haben nur 6 Personen mitgemacht. Mittlerweile sind wir in den letzten Wettbewerben schon bei 100 Teilnehmern gewesen, mit namhaften Sponsoren wie Bösendorfer und auch Kawaii. Also der Wettbewerb ist wirklich sehr groß geworden. Und dann habe ich in der Pandemie Livestream-Konzerte veranstaltet, wo auch namhafte Pianisten, unter anderem auch Steinway-Artisten da waren, auch Steinway-Artisten, die in der Carnegie Hall in New York spielen. Und die alle waren sehr begeistert, auf diesem wunderschönen Steinway-Flügel zu spielen. Ja, also wir waren so zufrieden mit Piano Spenglers voll restaurierten Flügel, dass wir uns dann kurz darauf nochmal ein Konzertklavier mit seinen Funktionen bei ihm gekauft haben, dass wir auch abends üben können. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich einige von Ihnen vielleicht ein bisschen motivieren kann. Ich habe auch deswegen mein Alter genannt. Ich habe am Anfang gedacht,
ja, soll ich mein Alter nennen oder nicht, aber ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kann ich ein paar von Ihnen dazu motivieren, die vielleicht auch in der Kindheit Klavier gespielt haben und mittlerweile nicht mehr spielen, aber ich habe nach 21 Jahren Pause das Klavierspielen wieder für mich entdeckt und bin unglaublich glücklich, denn Klavierspielen hält auch jung und macht auch glücklich.